Es gab ein Probedirigat, sage ich mal. Es gab ein Repertoirekonzerte, zwei Stück, wo es auch ganz wesentlich um die Moderation ging. Sie sind dann als Wunschkandidat des Orchesters gewählt worden. Wie fühlt sich das an? Ich habe mich geehrt gefühlt. Also das ist natürlich eine Ehre, nach so einem Prozess als derjenige am Ende zu sein, der ausgewählt wird. Das mit sich bringt das eine große Verantwortung, aber auch eine große Verstärkung und Vertrauen, dass wir gemeinsam, also ich mit dem Ensemble, eine Linie gehen können und einen Weg gehen können. Und dieses Vertrauen zu haben, ist was ganz, ganz Schönes und Ermutigendes. Wir haben schon über Ihre Herkunft gesprochen. Sie kommen aus Nashville, Tennessee. Ihre Eltern sind beide Ärzte, das heißt, der Weg als Künstler war nicht unbedingt vorgezeichnet. Und Nashville verbinden viele mit ganz anderer Musik als der eines Sinfonieorchesters. Wie kam das? Ja, Nashville ist tatsächlich die Hochburg der Country Music. Das hört man überall und das ist tatsächlich wirklich allgegenwärtig. Wir hatten ein Klavier und ich habe, glaube ich, mit 3, 4 Jahren mich da ans Klavier gesetzt und habe irgendwie Happy Birthday entdeckt. Also wie man, was die Töne sind, und die habe ich einfach eingepaukt. Also meine Eltern haben bei mir sehr früh eine Vorliebe zum Klavier, zur Musik entdeckt, und sie schickten mich gleich dann in Klavierunterricht. Und ich glaube, weil ich so früh damit angefangen habe, ist es mir nicht aufgefallen, damit aufzuhören. Das war einfach etwas, was ich immer gemacht habe. Ich glaube, wenn man seine Kindheit vor einem Instrument kennt, ist es viel einfacher, damit aufzuhören. Ist klar. Aber weil ich meine Kindheit ohne Klavier nicht gekannt habe, dachte ich nie, ich will aufhören. Es war immer etwas, was ich gemacht habe. Meistens gern, nicht immer gern geübt, aber meistens, das war mein Instrument und mein Ausdruck sozusagen. Ja, wenn Sie mehr über die Person Daniel Spohr und seine Vorstellungen für Bad Reichenhall erfahren wollen, dann können Sie das in unserem Orchestermagazin BR Phil. Auf unserer Homepage können Sie das bestellen unter www.brphil in einem Wort kleingeschrieben.de. Und wir schicken Ihnen das Heft dann sehr gerne zu.